Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. So, hier ist auf jeden Fall der Eingang. Hier, glaube ich, war die Brücke. Oder? War das die Brücke? Lumos. Gestatte mir, dein Elend zu beenden. Ah, nee, das sind nur diese Wilderer, ne? Protego! Mehr hast du nicht drauf. Was? Egal, töten wir die auch. Oh Mann. Au. Ich habe nicht den Das war die Sache. Ah, ich erinnere mich. Okay. Ich erinnere mich. Das waren diese dunkle Künste-Trials, glaube ich. Ne, hat das unlockt? Meine ja. Kampfarena, ja, genau. Das juckt mich aber überhaupt nicht. Wo war nochmal die Brücke? Du hast zu viel Feuerwhisky getrunken, wenn du glaubst, dass du mich übertreffen kannst. Letztes Mal konnte ich die Säcke kaum ertragen. Ist die Brücke gewesen? Lumos. Wer macht so Geräusche? Was für Geräusche?
Ah, das waren diese Flug-Challenges, glaube ich. Oder war das ein Astronomie-Challenge? Ach, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht die Brücke, oder? Oh, welch angenehme Überraschung. Die Brücke ist es auch nicht, oder? Neuse war es ja eine Steinbrücke. Meine es war die, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Lumos. Mein Gott, das geht mir gerade voll auf den Sack, dieser Soundeffekt. Okay, was auch immer. Ich werde es finden, wenn ich es finde, I guess. Schaffe und teste einen Fokustrank. Habe ich nicht einen? Schaffe die Zaubertränke Maxima und Elderus und teste sie zeitgleich. Okay. Stand da ein Fokustrank? Der ist aber locked. Ich brauche wirklich das Rezept. Mann, dieser Soundeffekt geht mir so auf den Sack. Geht das weg, wenn ich mich teleportiere? Perfekt. Oh mein Gott, war das nervig. So. Endlich Ruhe. Das ging mir so auf die Eier gerade. Ich habe so das Gefühl, dass das Spiel in manchen Hinsichten verbuggter ist, als es damals zu Release war. Hallo! Sie immer wieder also ein Talent. Tränken, ja? Die Firmen sowas schaffen. 1200. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Wunderbar. Oh, 500 Meter. Okay, warte, ich kann immer von hier probieren, ob es auch schon geht. 505. Obwohl... Ah, das ist in Hogwarts drinnen, ne? Das geht nicht.
Egal, wir können fliegen. Egal. Da unten können wir uns aber einen Teleportpunkt abholen und können wir uns immer dahin teleportieren. Das sollte, glaube ich, gehen, weil es nicht indoors ist. Ich glaube, der Teleportpunkt ist outdoor. Ja, der ist outdoor. Okay, cool. Dann können wir uns immer hierhin teleportieren. Passt. Oh, das Rätsel kann ich ja jetzt auch machen. Stimmt. Stimmt. Incendio. Warte, die Dinger, die nicht an waren, die musste ich anmachen, oder? Weiß nicht mehr, wie ich die drehen musste, aber ich mach die einfach mal an. Ah, okay, ich sehe es. Also nur 1, 2, 3, 4. Ist auch 1, 2, 3, 4. Gab es da irgendwo eine Karte oder so? Was sein musste? Ah, hier, okay. Also. Das ist 1 und das ist 2. Das ist 4. Hier. Das ist 2. Dann 1 und 3. Oh, das war schon auf 1. Egal. Und jetzt? Oder war das 1? Das 1 und das 3? Oh. Ich finde es cool, wie man eigentlich das Rätsel hier lösen muss, um an die Truhen zu kommen. Ich aber damals außersehen mit dem Boost hier gegen die Wand geflogen bin und das Game nicht mehr wusste, was es machen sollte und mich einfach hier unten gespawnt hat. Dadurch konnte ich einfach die Truhen öffnen und konnte den Teleportpunkt nehmen und mich wieder raus zu teleportieren, damals. Und dann habe ich irgendwann dieses Rätsel gelöst. Mich gewundert, wo führt mich das hin? Und habe ich bemerkt, oh, hier war ich ja schon. Jawohl. So ein Ding war das. Ach ja, dieses Game. Ist so ein bisschen wie Skyrim. Vielleicht macht es deswegen das irgendwie ein bisschen cool. 13 von 24, okay.
immer wieder komisch in diesen Unterrichts-Cutscene, dass unser Charakter nirgendwo zu sehen ist, aber wir haben anscheinend teilgenommen. Ach, wäre das mein Leben auch nur damals so gewesen. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Ich komm gleich. Mach mal dein Ding da hinten. Ich brauche noch eben so ein, zwei Minuten. Dauert nicht lang. Oh, wir haben keine Dingenskacke für ein Donnergebräu. Scheiße, die sind voll OP, Mann. Ich komm gleich. 22 Sekunden noch. Oder 40. Mach 40 draus. Oder 45, 45. Ah. Okay, hat nur gedauert. Whatever. So. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie sie sich machen. Oh, der Zauber, glaube ich, zum Pushen, oder? Der Pulso. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. So, den mache ich dahin. Den mache ich hier hin, den dahin. Ach, Expelliarmus haben wir schon. Ach, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Hab ich halt nie ausgerüstet. Wait, habe ich zweimal den... Ach, bin doch behindert. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Benötigte Stufe 6 und 8. Welche Stufe sind wir? Fast. Fast, Spiel, fast. Fast. Wir sind nur so ein bisschen overlevelt. Nur so ein bisschen. Kann man hier eigentlich fliegen? Pass auf, wo du hinfliegst! Gibt es hier irgendwo einen Eingang? Schade. Durch die Wand kann man auch nicht, ne? Schade. Hätte Zeit gespart. Die Sprechblase ist immer noch da und ich weiß nicht, wo sich der NPC befindet. Ich kann das nicht bis in alle Ewigkeit tun. Okay, einfach Skizzo. Keine Ahnung.
Professor Weasley? Irgendwo, wo uns keiner sieht. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Oh, wenn ich daran denke, ich muss das hier wieder als VODs schneiden für den Zweitkanal, beziehungsweise für den VOD-Kanal. Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum, wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Deek? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Deek, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Ich habe tatsächlich vorhin schon halt gestreamt. Dann habe ich Alex geratet. Dann habe ich auch die drei VODs schon geschnitten, Thumbnail gemacht, vorbereitet, hochgeladen und so. Und das heißt, hier darf ich höchstwahrscheinlich wieder zwei oder drei VODs schneiden. Ich glaube, das werde ich aber morgen machen. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ivanesco. Nee. Wo bist du? Da. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ist das... Herr warte, ich schon seit Ewigkeiten auf dich, vielleicht jemand auf längeren Aufsatz als heute. Warte, sag mir Bescheid, wenn du dich wieder treffen willst. Okay. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Deek finden? Ja, Professor. Revelio. Oh mein Gott, ist das nicht eine dieser Statuen aus dem Schachgame? Ich glaube ja, ne, das sind Bauern. Das ist ein Bauer. Ein Bauer ist das. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Oh mein Gott, ich habe gerade Flashbacks, Chat. Ich habe damals zu Release diese Main Story beendet und dann Alex geradet. Junge. Warum mir das gerade einfällt, ich weiß es nicht. Aber ich erinnere mich gerade daran. Ups.
Hä? Ach so. Ich glaube, dann kommen wir nicht. Kommen wir darauf? Nee, oder? Doch, perfekt. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Ist echt gar nichts. Da oben ist noch ein Beutel. Den habe ich. Ach. Habe ich den jetzt nach Narnia gejätet oder was? Och man. Nein, der ist wirklich irgendwo. Aber nicht mehr im Spiel. Revelio. Ah. Ich bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Okay, random Toilette. Revelio. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Was war das? Das ist ein goldener Schatz. Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier geht's finden. Okay, dann gehen wir da durch. Revelio. Nein. Kriege ich den überhaupt noch da durch? Ich glaube, ich hätte hier rüberspringen müssen. Whatever. Whatever. Oh, wait a second. Thank you.
Nein! Nein, bitte, Sona! Jetzt fühle ich mich verarscht. Da! Da war es gerade. Irgendwo. Aha! Works as intended. Einfach outsmartet. Huch, Vorsicht! Hm? Oh, da sind Sie ja. Warten Sie dort. Dick kommt zu Ihnen. Dick! Hallo. Ah, Dick. Wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Jetzt haben wir Fick, Dick. Dick hat sich angeschaut, was seit Dicks letztem Besuch hinzugekommen ist. Kranker Name. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Dick. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Dick kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Dick, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Dick sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Alright, so, was haben wir denn da? Schönes. 43, bla bla bla. Ich glaube, hier hatten wir was, oder? Nö, aber das hat wenigstens 50 mal 2. Mhm. Ja, gut, das ist eigentlich auch not bad. Das ist eigentlich ganz cool. So, Zerstörung 1. Mm-hmm. Reduzierter Schaden durch dunkle Straßenköter. So, bin dann für heute auch mal raus. Gute Nacht, alles klar, Nico. Vielen Dank, dass du da warst. Dir dann einen schönen Abend. Ähm.
Oder ohne? Ob ohne. Sonst hatten wir echt nichts zum Identifizieren. Oh. Schade. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberanweisung nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Oh, die müssen wir jetzt alle Wo kaufen. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Bekomme ich Ressourcen zurück, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. So, dann... War das gar kein Zauber? Doch, wollte gerade sagen. Wir brauchen definitiv eine dritte Leiste für solchen Haushaltskram. Oh ja. Aber naja. Wait, dann kann ich das ja in der Theorie. Weg. Weg. Ich glaube, das habe ich damals nie gemacht. Glaube ich. Aber irgendwann wird es hier eh richtig riesig. Von daher, whatever. So, dann ein Pflanztisch. Einfach einsperren. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlosses. Ich schreibe da nur bekannte Ausrüstungsteile. So, ja. Ja, das ist Housing, was mich erstmal nicht juckt. Kommt aber noch. Ich glaube, ich mache dieses Mal wirklich ein richtig krankes Housing. Dieg wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können Sie mir mehr über Dieg sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen.
Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen. Glauben Sie mir. Kann ich solche Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Okay. Ich wende mich an Deke, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Okay, kann ich das direkt jetzt machen? Hallo. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defendo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Ich bin bereit für die nächste Lektion. Also gut, zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Ja, davon habe ich 500 oder so. Sie können Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestation und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Ich mache jetzt die Kacke hier einfach nur mal eben, damit ich die Quest fertig habe. So, dann Bodendeko. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Zauberstab auf etwas Beschworenes und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Habe ich die Farbe eben gar nicht geändert? So, ne, ich habe nur das Dingens gemacht, ne? Wait, kann man hier gar keine Farben anpassen?
Wait, what? Kann ich dich? Warum kann ich nicht einfach die Farbe ändern? Hier geht's. Okay, whatever. Jetzt geht's. Oh mein Gott. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Dick, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Dick, wenn Sie soweit sind. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Es wäre schön, wenn der Raum von Mondlicht durchflutet wäre. Oh, hervorragend. Wait, Mondlicht? Hatte ich das nicht früher? Glaube ja. Was für eine Veränderung. Aber ich Natürlich meine, das kann man Sie eh wieder Stil ändern. Nicht beibehalten. Sie können jederzeit Dick bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich Ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass Sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Kommt da nicht auch nur also gleich die Quest mit den Pokémans fangen? Ein paar Pokémans.
Jake, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht? Dunkle, mysteriöse Räume. Was war das denn nochmal? Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Hervorragend. Schade, dass es dafür keine Mod gab. Wow, die Farben sind einfach nur blass. Korrekt. Dick, kannst du... Ja, eine kühle, moderne, natürliche, warm und gemütlich. Die sind neu. Warm und... Hervorragend. Deke, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Ich hätte es... Die Filter sind alle hässlich. Wirklich, die sind alle hässlich, außer Tag und Nacht. Sonst ist ja alles grauenhaft. Schwierig. Ach, ich lass... Gewiss. Warm und... Klein lohnt sich eigentlich gar nicht, Mann. Ich müsste echt die mittleren kaufen. Yeah, das sollte ich einmal vorher machen. Da kann ich aber das wenigstens schon mal platzieren. Ich glaube, ich kann aktuell eh nichts pflanzen, ne? Außer Dingens. Ja. Weil ich sonst nichts habe, aber ist ja erstmal egal.
Meine Hanffarm. Let's go. Okay, dann werde ich jetzt noch die Rezepte snaggen. Und dann können wir es heute wirklich. Gott, ey, dann. Weiß nicht, ob ich noch jetzt die VODs schneide. Warum kann ich mich schon wieder nicht bewegen, dieses Game? Not sure. Würde ich jetzt wieder VOD schneiden, hätte ich. 5, Minimum 5 Volt geschnitten und dann hochgeladen und Thumbnail gemacht und bla bla bla. Gleich mache ich es morgen. Maybe. So, dann müssen wir einmal nach Hogsmeade. Ich fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. Natürlich. Natürlich hast du das. Warum ist der immer noch nicht identifiziert? Hä? Okay, whatever. Ist der vielleicht verbuggt, der Oman? Okay, Tierwesen muss ich eigentlich auch kaufen, aber nee. $3,000. Aber zwei große Töpfe. T-förmige Trankstation sind 3, oder? Oder sind es auch 2? Fünf Kleintöpfen. 3 Kleintöpfen. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Oh, hüpfender Topf ist geil. Die sind eigentlich richtig cool, aber naja. Brauchst du was für die Pflanzen? 2 große. Gibt's nicht mittlere? Pflanztisch mit mittelgroßen Kopf mit 2 mittelgroßen. Perfekt. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ja, das werde ich eh kaufen müssen irgendwann, von daher. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ja, und jetzt sind wir pleite. Aber muss ich später. Lassen Sie mich wissen, kaufen, von daher. Scheiß drauf.
Kann man hier überhaupt irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Ne. Wasted space, but it is what it is. Okay, dann fliegen wir eben zurück. Die ganzen Töpfe. Ach, das war dumm, dass ich da jetzt schon Sachen gepflanzt habe. War actually dumm. Aber nicht schlimm. So, ich glaube, das reicht. Dann können wir uns in den Raum teleportieren, oder? Ja, okay. Hä? Oh mein Gott, sag mir nicht, ich habe nur Pflanzendinger gekauft. Stand da nicht Zaubertrank bei? Die Kacke gekauft, ne? Ach, ich bin doch Pepega, Mann. Ich bin fucking Pepega. Fucking stupid, aber ach. Ist jetzt ärgerlich, aber nicht so schlimm. Das Geld kommt eh wieder rein. So, wo sind meine Talente da? Könnte ich machen, ist aber einen dritten Slot brauche ich auf jeden Fall. Die Reichweite von Revelio ist auch gut. Naja, das ist scheißegal. Okay. Einfach mit dem nächsten Level können wir schon die letzten Talente skillen. Das ist so stupid, Mann, wirklich. Ich hasse dieses Talentesystem hier. Es ist so dumm. Naja, whatever. Gut, dann würde ich aber heute safe Schluss machen. Viertel nach zwei.